zweiten Teil Star Wars Battlefront und Dennis und sein kleiner Rant hier zu dem neuen Battlefront. wir springen direkt nochmal wieder auf den eisigen Planeten Hoth, weil es ist Episode 5 Zeit, denn es ist die zweite Episode und es ist Episode 5 Zeit, also, ne? Ihr versteht den Sinn, sehr gut, sehr gut. Ja, ihr seid intelligent genug dafür. Okay, wo war ich stehen geblieben eben? Genau. Season Pass etc. und die verschiedenen Versionen. Es gibt noch mehr als die normale und die Deluxe Edition, denn man hat die Möglichkeit, noch bei Amazon eine weitere Version zu kaufen. Und als ich das gesehen habe, habe ich echt laut angefangen zu lachen, denn das ist richtig, richtiger Schwachsinn. Ihr habt die Möglichkeit, da die reguläre Version im Steelcase zu kaufen. Und dazu ein dekoratives Lichtschwert. Super toll, super toll. Dieses dekorative Lichtschwert-Set kostet einfach mal ganz locker 240 Ö. Es ist nicht der Season Pass mit 50 Euro inklusive, soweit ich das gesehen habe. Stirb, Town, stirb. Ah, korrekt. Der nächste, nichts da, Leute. Was ist das hier? Wettrennen? Sorry, ich wurde leider leicht abgelenkt von dem dritten Town. Und ein viertes. Alle guten Dinge sind vier. Übrigens, Towns sind, glaube ich, nicht in dem neuen Game vorhanden. Ich wünsche mir sie. Ich möchte welche von den süßen kurzen Viechern da drin haben. So, und sie killen. Okay, wo war ich? 240 Euro Version. Genau. Wow. Uhuhu, richtig toll. Macht richtig Spaß. Für ein Lichtschwert, das wahrscheinlich das Plastik nicht mal ansatzweise wert ist, wenn ich an so Special Editions denke, wie von Gears of War, die Epic Edition und so, totale Verarsche war. Das ist, oh goddammit, das ist irgendeine billig China-Produktion und Leute werden einfach hart zur Kasse gebeten. Weil Star Wars, ne, es muss ja ausgeschlachtet werden. 240 Euro, wie gesagt, ohne Season Pass, in dem man auch nicht weiß, ich wiederhole mich, ja, sorry, was drin sein wird, was totaler Schwachsinn ist, weil, was wir wissen ist von Season Pass, wir kriegen vier neue Planeten. Okay, toll, vier neue Planeten, das heißt vielleicht, drei Karten pro Planet, zwei Skins und ein Emote, meinetwegen, ich meine... Wow, da kommt man ja sogar recht günstig weg, sollte der Normalo-Sterbliche sagen, der sich auf 5 Euro pro Emote einlässt, wa? Oh Gott, das ist so arm, das ist so arm. Ich krieg das Kotzen, wenn ich das sehe und höre. Was noch? Was haben wir noch in dem neuen Battlefront drin? Oder besser gesagt, nicht drin. Das, was wir drin haben an Modi und so weiter, was wir wissen, haben wir ja schon mal kurz durchgekaut. Soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, es wird keine Privatmatches geben können, irgendwie auf PCs. Also was vielen PC-Lern halt sehr wichtig ist. Ich meine, ich zocke es nicht auf dem PC, aber es gibt genug Leute, die das gerne auf dem PC zocken wollen. Und dann auch eben halt nicht auf die Server von EA angewiesen sein wollen. Denn wie wir alle wissen, EA geht irgendwann mal hin und stellt sie einfach ab. Und dann hast du keine Möglichkeit mehr, diesen tollen Mehrspieler-Multiplayer-Online-Shooter zu daddeln. Das ist toll, ne? Keine Privatdinger. Was fehlt noch? Es ist kein Singleplayer, wie wir alle wissen. Also es gibt keine Galaxis-Oberung, keine Story-Kampagne, wie zum Beispiel in Battlefront 2 mit der coolen Klon-Truppeneinheit. Die recht nice war. Was fehlt noch? Keine Raumschlachten. Wir haben keine Raumschlachten in dem Game. Wir haben zwar Fighter, die über die Oberfläche brausen und ist ganz toll, aber mit dem X-Wing irgendwie durch über Oberflächen zu sausen, während ja, keine Ahnung, irgendwie, das nimmt doch den ganzen Speed raus und geht es nicht darum, Raumkämpfe mit einem X-Wing zu machen? Ist ein X-Wing nicht eigentlich für Raumschlachten gedacht? So? Also, ich verstehe ich nicht. Ja, ich meine, die Entwickler haben das immer wieder damit betont. Schön hier geblieben.
Das ist immer damit betont, jetzt so von wegen, ja, wir wollen eben halt diese Massenschlacht, halt Battlefront, wir wollen an der Front sein und das eben damit vermitteln. Kann ich nachvollziehen. Aber es ist trotzdem so, all das gab es vorher auch schon in den anderen Games. Das gab es vorher schon in den anderen Games. Warum macht man das nicht? Warum kann man das nicht einfach übernehmen? Das verstehe ich einfach nicht. Das ist mir unbegreiflich. Es wird sich übrigens nur, das freut einige, andere wird es wie mich auch ein bisschen kränken. Ich meine, ich bin kein Riesenfan von den Prequels. Aber ich habe das schon echt gerne gespielt auf Naboo, auf Geonosis und so weiter, halt in den Battlefront Teilen 1 und 2. Mit den Klonkriegern und den Druiden. Das ist cool. Ich meine, es ist Teil von Star Wars und die Filme waren scheiße, aber die Spiele machen Spaß. Die Spiele machen echt Spaß. Das ist, du kannst Star Wars selber spielen und du kannst hingehen und Gungans killen. Das ist super cool. Wer will das nicht tun? Und, ja, was war noch? Naja, man kann natürlich auch keine AT-ATs lenken. Also, wenn ich hier jetzt mal an die netten Vierbeiner hier denke, die da vorne eingeschlungen werden. Ja, die kann man nicht frei lenken, weil das wird die ganze Balance des Spiels zerstören. Kann ich mich auch mit anfreunden. Ist okay. Kein Thema. Aber, ja, weiß ich nicht. Irgendwie fehlt da noch ein bisschen Inhalt. Ich meine, wir müssen warten, bis das Game komplett da ist. Was dann auch irgendwann als DLC angeboten wird. Vielleicht kriegen wir ja Raumschlachten. Wer weiß, vielleicht kriegen wir eine Solo-Kampagne. Vielleicht kriegen wir all das noch irgendwie nachgereicht. Nur wird es für mich permanent diesen faden, ekligen Beigeschmack haben, dass man all diese Inhalte schon vom Start weg im Spiel haben könnte. Und dass es einfach nur aus Zeitgründen, EA, ja, gestrichen wurde. Weil wir können es nicht einbauen, da müsste das Spiel verschoben werden. Das ist ein Kommentar, der, ich weiß nicht mehr, wer von DICE es abgegeben hat, so gesagt wurde, ja, wir könnten noch mehr Inhalte reinhauen, aber da müsste das Spiel verschoben werden und das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Für EA auf jeden Fall. DICE ist es scheißegal. DICE kann es scheißegal sein. Die werden bezahlt, liefern das Produkt ab und dann ist es fertig. So, EA ist derjenige, der es unbedingt halt fertig haben will. Und ja, ich wiederhole mich nochmal, aber das pisst mich echt an. Die Leute gehen hin und hauen das raus und kassieren dann doppelt ab. Wisst ihr, wofür ich, wenn ich jetzt das zusammenrechne halt, 120 Euro. Ihr kauft das Spiel, 60 Euro. Bitte kauft, wenn das Spiel und nicht diese dumme Scheißversion für 10 Euro mehr, wo ihr 5 Euro pro Emote, fucking Emote, Leute, so tanzen hier und da, fuck, was ist ein Haufen Scheiße. Bei Destiny verkaufen sie die Scheiße schon und die Leute kaufen es, das ist lächerlich. Die Kacke sollte 10 Cent kosten, wenn überhaupt, aber nicht 1 Euro, nicht 2, nicht 3, geschweige denn 5. Ah, das ist schrecklich. Was noch? Ah, es ist einiges, was mich echt anpisst. Ja, genau. Wenn ihr es zusammenrechnet halt. 120 Euro zahlt ihr für das Komplettpaket. Sprich halt Spiel, Season Pass, gleich Komplettpaket. Yay. Leute, ich zahle 120 Euro für eine Limited Edition mit Artbook und Making of und etc. in einer limitierten Version für einen gewissen Shooter oder so. Ja, für ein Shoot'em'up, okay? Da kann man auch wieder drüber streiten, so von wegen, Shooter, das sind 30 Minuten, die man da einmal durchfliegt. 30 Minuten, ist es dir das wert? Ja, weil die Dinger eben halt nicht wirklich in großer Stückzahl erscheinen meist. Die Fanbasis sehr klein ist. Die Dinger meistens danach im Preis steigen. Also, ja, es lohnt sich, die Dinger zu kaufen und zu unterstützen, weil, ja. Okay, da gehen die Geschmäcker natürlich auseinander, aber
Leute, mir geht's darum, so, das ist ein Mainstream-Spiel, das ist ein Game, das verkauft sich millionenfach. EA geht davon aus, dass sie 10 bis 12 Millionen Einheiten von dem Game verkaufen, ja? Das wird kein limitierter Run sein an Game. Das Ding wird rausgefeuert. Junge, wie geil der Rufler da abgegangen ist. Das ist es so, weißt du, da lohnt es sich nicht, 120 Euro für ein Game auf den Tisch zu legen, wenn der Inhalt von diesen 120 Euro schon in dem 60-Euro-Spiel enthalten sein sollte, so wie es vorgesehen ist. In einem normalen Spiel, goddammit. Ah, that brings my piss to boil. Ohne Witz, ich finde das so hart scheiße. Ah, und deswegen, ich möchte, dass ihr einfach hingeht, gewarnt seid, wisst, worauf ihr euch wenn einlasst und ich weiß nicht, vielleicht kann ich euch ja dagegen überzeugen, halt, dass es nicht gut ist, solche Sachen zu unterstützen, wie Season Pässe, vor allem wenn es so abgefuckte Season Pässe sind, die einen heftig verarschen. So, und euch willentlich von Teilen des Spiels halt abschneiden, das geht einfach nicht. Das macht mein Hobby komplett kaputt. Das ist einfach unfair. Ich finde es hart scheiße, dass man Leute auch dahingehend brainwashed. Es gibt genug, die sagen, oh nein, das ist doch voll cool. Das ist Star Wars. Habt ihr die Grafik gesehen und so? Das ist voll wert, dafür Geld auszugeben. Und ja, ich kann es verstehen. Es gibt Leute, die sagen, es ist wert, dafür Geld auszugeben. Aber wollt ihr wirklich dann für jedes Spiel demnächst 120 Euro zahlen? Wirklich jedes fucking Game? Das nächste Need for Speed? Das nächste fucking FIFA? 120 Euro? Warum? Weil es dann nur noch die Hälfte an Teams in dem Game geben wird. Nur noch die Hälfte. Was kommt als nächstes? So, ihr zahlt für die Tore nachträglich? Ja? Oh, hier ist Season Pass. Ja? Zahlt für ein Tor? Fuck. Ich meine, wenn ich für einen Schiri zahlen darf, das wäre geil. Also ich würde drauf scheißen. Ich würde sowas von drauf scheißen, für einen Schiri Geld zu bezahlen. Ich meine, ich hasse FIFA an sich sowieso. Einfach nur, weil man nicht catchen darf, wie man will. Und ich hauen darf. Ja, realistischer Fußball ist sowieso kacke. Aber wir schweifen ab, egal, wir vernichten jetzt eben hier noch die letzten paar Rebellen. Und dann habe ich noch kurz Zeit durchzuatmen, Town hier niederzustrecken. Und ja, was soll ich sagen, ey? Es pisst mich echt an, es pisst mich echt an. Ich glaube, so kann man das stehen lassen gerade, um in dann den nächsten Part reinzugehen gleich. Tore bellen! Ah ja, ich kann mir jetzt noch kurz sagen, ich mag das Game. Oh ja, ich mag das Game, auch wenn es hier ein bisschen trostloser aussieht. Oh, Town. Oh. sie haben eine gute Arbeit geleistet mit dem neuen. Mit dem neuen Hot. Ich find's um einiges cooler vom Aussehen her. Als das alte. Ja, das neue sieht cool aus. Anyway, Leute. Ich sage Pisslensen, Pissgleichigen, so ungefähr, und see ya!